Boah, ey, Danny. Diese ganze Jack-in-the-Mix-Scheiße, ne? Wir haben jetzt, glaube ich, die 12. Folge schon gedreht. Mhm. Wenn jeder zweite das nur resharen würde, würde das explodieren. Und wir reißen uns ein Bein aus für coole Locations. Ja. Das Feedback wird immer schlechter, ne? Genau. Und Facebook drosselt alles. Ja. Ich habe keine Lust mehr. Nee, so richtig Bock habe ich da auch nicht mehr drauf. Aber weißt du was? Hm? Wir können das ja einfach auf andere Leute übertragen. Gute Idee. Auf wen denn? It's the love's for all time. Understand, I am all yours. I am a man, I'm on all fours. Thank you.
Thank you.
Moin Moin, hier ist der Ramirez San. Wie ihr gerade in dem Video gesehen habt, sind diese Puppen mega cool. Und ich wollte noch eine Sache loswerden. Und zwar habe ich mir den Spaß gemacht, als der Dandeman, also Melo-Kind, als er das erste Mal diese Puppen gesehen hat, habe ich diese Kamera auf ihn gerichtet. Und ich wollte euch diesen Blick nicht vorenthalten. Und deswegen schaut euch mal an. Das war die allererste Sekunde, als er diese Puppe, diese Marionette gesehen hat, die ich extra habe herstellen lassen. Und das war seine Reaktion. Was da drin war in der Kiste, da musst du nur kurz mitkommen. Komm mal rein. Komm mal rein. Die Kiste war es nicht. Das ist die neue Autokiste für Odin. Felix? Was ist denn das? Ist das irre? Alter. Mit Glocks. So. Alter. Komm mit. Darf ich vorstellen? Dende der Zweite. Alter, nee. Alter, ist das krass. Ist das verrückt? Alter, das sieht ja aus wie ich. Das bist du. Alter. Mit Kopfhörern. Alter, das ist richtig krank. Guck mal, dein Piercing, dein ja. Nasenfleck. Alter, und die Haare. Die Haare sind gefärbte Schafshaare. Alter. Das ist überschreckt meine Vorstellungskraft. Ist das verrückt?
das ist.